Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Hochsensibel, au ja. Der Podcast für ein Ja zu dir, mit allem, was du bist und ein Ja zum Leben. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast zu der Folge Kraft, Quelle, Wald. Ich habe ein Interview geführt mit Sandra Schilling-Engi. Sie ist die Produzentin des Podcasts Kraftbaum. Und wir beiden haben uns kennengelernt auf einem Podcast-Workshop, als wir beide in der Planung waren. Und mir ist ihre besondere, empfindsame und feinsinnige Art sofort aufgefallen. Und wir haben dann auch viele Gemeinsamkeiten festgestellt und ich hatte sie um ein Interview gebeten, weil das, was sie mir immer über den Wald erzählt hat, mich sehr angerührt hat. Ja, und das ist jetzt auch wieder in dem Interview passiert, wie sie erzählt von ihren Erlebnissen im Wald, was der Wald ihr bedeutet, was der Wald ihr gibt und auch das Ja, was sie gefunden hat zu ihren besonderen Wahrnehmungsfähigkeiten. Und das ist wirklich total schön geworden. Sie kann den Zuhörer so gut mitnehmen und ich freue mich sehr, dass ich dir das heute präsentieren kann. Ich lade dich jetzt herzlich ein, dabei zu sein und wir hören uns gleich. Bis gleich. Hallo Sandra, herzlich willkommen zur Podcast-Folge heute über dein Thema mit der Hochsensibilität und das ist ja der Wald, deine Kraftquelle der Wald und ich freue mich total, dass du heute Zeit hast und dabei bist. Ja, herzlich willkommen erstmal. Ja, danke liebe Stefanie für die Einladung. Sehr, dass ich hier dabei sein darf. Schön. Ich habe dich ja eingeladen zum Thema Hochsensibilität, weil mich das bei dir so beeindruckt hat, dass du so begeistert immer von dem Wald erzählst und das auch schon geschildert hast, auch in Zeiten, wenn du Schwierigkeiten hattest, immer zuerst den Wald aufsuchst. Und ja, da würde ich dich gerne erstmal bitten, davon zu erzählen, was der Wald für dich eigentlich bedeutet? Ja, der Wald, was bedeutet der für mich? Wald ist für mich Heimat. Wald ist für mich einfach der Ort, wo ich das Gefühl habe, dass da kann ich sein, so wie ich bin, mit allem, was zu mir gehört. Da werde ich nicht bewertet, ich werde nicht irgendwie schief angeguckt. Ich werde oftmals gespiegelt vielleicht oder ich sehe es so, dass ich dann oft Antworten bekomme oder Sachen begegnen, die mit meiner jetzigen Lebenssituation in Verbindung stehen. Und das hilft mir dann einfach auch wieder, mich und mein Leben besser anzunehmen. Genau. Und einfach die Ruhe halt da. Also da gibt es nicht viele Ablenkungen. Und das genieße ich sehr. Also für mich ist es ja Lebenselixier pur. Das hast du wunderschön gesagt, ja. Und du hast es eben schon so beschrieben, dass sehr deutlich wird, dass du dort viel wahrnimmst. Könntest du da nochmal genauer drauf eingehen oder vielleicht genauer beschreiben, wie du über welche Sinne du dort bestimmte Dinge im Wald wahrnehmen kannst? Ist für mich etwas schwierig zu beschreiben, weil für mich ist es ja einfach normal, so wie es ist. Also ich habe es nie anders gekannt. Was ich einfach merke,
je mehr Zeit ich im Wald verbringe oder je öfter, dass ich dorthin gehen kann, desto mehr bin ich vielleicht auch ein bisschen trainiert, gewisse Dinge noch besser oder noch schneller wahrzunehmen. Ja. Aber es ist so, dass ich sehr oft bewusst zum Beispiel auch barfuß durch den Wald spaziere. Oder, also meine Nase, die war schon immer sehr, sehr fein, sage ich mal, in der Wahrnehmung. Und das ist im Wald natürlich, ja, finde ich, noch eindrücklicher. Ja. Weil du ja dann nicht diese starken Gerüche wahrnimmst wie von einem Automotor oder einer Zigarette oder Kaffee oder so. Es sind ja alle Düfte passen so in ein Paket und dennoch sind sie so unterschiedlich. Und das finde ich zum Beispiel was ganz, ganz Schönes. Also dann spaziere ich so durch den Wald und auf einmal, ja, dann muss ich stehen bleiben, weil ich weiß jetzt irgendwo, irgendwas zieht mich dahin, eben über die Nase. Aber genauso kann es auch, können es die Ohren sein, genauso können es die Augen sein. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sagen kann, es ist ein spezieller Sinn, den ich das Gefühl habe, der ist ausgeprägter im Wald. Es macht das Gesamtpaket aus. Und einmal ist es mehr dieser, einmal ist es mehr der. Und da kann man sich ja auch ein bisschen drauf einlassen, speziell darauf konzentrieren. Mal ganz bewusst sagen, ich gehe mal nur ausschließlich mit dem Fokus auf die Ohren zum Beispiel. Das höre ich hier. Mhm. Genau. Und dann nehme ich es schon noch intensiver wahr. Aber ich glaube, das kann eigentlich jeder, wenn man das etwas übt und sich darauf einlässt, dann ist das sehr wohl möglich. Entschuldige, aber dann natürlich schon noch die Energie, wo ich mich dann manchmal, ja, hört sich vielleicht etwas komisch an, aber wo ich mich manchmal zu einer Pflanze hingezogen fühle. Mhm. Oder ich finde, das hört sich gar nicht komisch an. Ich kenne das Gefühl, ja. Oder wo ich manchmal weiß, jetzt möchte ich nach oben schauen. Dieser Baum da zum Beispiel, der hat oben was Spezielles. Ja. Und sehe dann da was oder ja, nicht höher was, aber da kommen einfach, ich kann es gar nicht richtig erklären, da kommen einfach Antworten. Da ist manchmal einfach etwas klar. Also gestern war so ein Tag, so ein Krisentag oder Krisentage habe ich gleich hinter mir, so 3-4 Tage der 1000 Fragezeichen, weißt du, wo dir alles im Kopf rumschwirrt und du weißt gar nicht mehr recht, wohin geht jetzt dein Weg und stellst alles in Frage. Und da wusste ich, jetzt nimmst du dir einfach Zeit, gehst in den Wald, dann nehme ich liebend gerne meine indianische Lebensflöte mit, dann begrüße ich den Wald, also bevor ich in den Wald gehe, begrüße ich den schon, nicht in Worten, in ausgesprochenen Worten, mehr so, ja, innerlich. Und bedanke mich, dass ich hier sein darf. Dann gehe ich in den Wald. Und gestern war es dann so, dass ich dachte, okay, jetzt erstmal hinsetzen, Augen schließen und jetzt nimmst du einfach deine Liebesflöte und schaust, was da kommt. Und ich hatte gestern das Gefühl, ich habe, glaube ich, noch nie so schöne Melodien gespielt. Also ich habe dann eben nicht das Gefühl, ich bin's, sondern es ist einfach. Und dann war schon so ein schönes Feld da in diesem Wald. Und redest du jetzt gerade von einem Feld, was man sehen kann, oder von einem energetischen Feld? Von einem energetischen Feld, was du wahrgenommen hast. Und dann bin ich so durch den Wald spaziert und ich habe überall kleine Lichtblöcke entdeckt. Das war schon mal so, dass ich dachte, okay, Sandra, da gibt's einen Lichtblick, also vielleicht ein leuchtend weißer Stein mitten in brauner Matsche. Ja. Oder irgendwo
ich weiß auch nicht, da waren gelbe kleine Pilzchen auf einem alten Baumstrunk, die haben so geleuchtet, ganz kleine winzige Dinger. Und ja, auch da wieder, hey Sandra, wenn man genau hinschaut, gibt es überall Lichtblicke zu entdecken. Dann war schon mal das. Und irgendwann kam einfach so, wie Sandra, jetzt gehst du nach Hause, jetzt machst du das, jetzt machst du das, jetzt machst du das. Also es kamen Ideen für meinen Weg, den weiterzugehen, unglaublich. Wo ich dann einfach auch das Gefühl habe, genau, das ist es, genau, das ist richtig. Da komme ich dann in das tiefe Vertrauen, meiner Intuition wieder zu folgen. Du hast uns eben so wunderschön mitgenommen. Ich konnte das total gut nachempfinden, was dieser Wald dir in dem Moment geschenkt hat. Und es war sehr deutlich spürbar, dass es absolut die Kraftquelle für dich ist. Und das finde ich wunderschön, weil ich habe das auch schon oft erlebt in meinem Leben, wenn ich in den Wald gegangen bin, dass all meine Sorgen und Gedanken auf jeden Fall erstmal in den Hintergrund getreten sind. Es ist nicht so intensiv wie bei dir, weil ich bin eben nicht darin so geübt, aber das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Und etwas ganz, ganz Wichtiges hast du jetzt zweimal auch gesagt, nämlich, dass du da drin trainiert bist mittlerweile. Und das finde ich auch so einen wichtigen Aspekt, dass wirklich diese Wahrnehmungstalente auch und die Fähigkeit, genau diese schönen Sachen, von denen du eben erzählt hast, wahrzunehmen, dass sich das verstärkt, je mehr man sich darauf ausrichtet. Und kannst du vielleicht mal von deiner Geschichte erzählen, wie du mit dem Wald als Kind da in Berührung gekommen bist, dass dich das so angezogen hat? Ja, also ich hatte als Kind eigentlich gar nicht so oft Berührung mit dem Wald. Aber die Natur im Allgemeinen war für mich einfach immer so ein Rückzugsort. Da habe ich mich wohlgefühlt. Also wenn es mir irgendwie schlecht ging oder wenn irgendwas anstand, dann war es für mich klar, ich setze mich unter einen Baum oder lege mich auf eine Wiese oder setze mich an den Fluss. Ja, es war einfach Natur. Natur war schon immer meine Kraftquelle. Mhm. So, aber nichts insbesondere der Wald. Mhm. Und wann hat sich das für dich mit dem Wald so deutlich herausgestellt? Oder gab es da ein besonderes Erlebnis? Ja, also das brauchte viele, viele Jahre. Ich hatte dann mit 30 in meinem Leben so echt eine Vollkrise. Also, Also es war sehr ein einschneidendes Erlebnis und ich dachte einfach, einmal mehr oder noch verstärkt, ich bin falsch auf dieser Welt. Ich gehöre hier nicht hin. Ich bin irgendwie falsch gelandet auf diesem Planeten. Ja, auf jeden Fall war es für mich dann klar so, jetzt, ich brauche mich vor nichts mehr zu fürchten. Egal, es kann passieren, was möchte. Es kann nicht mehr schlimmer werden in diesem Sinn. Und habe mich dann heimlich oft in den Wald zurückgezogen zum Schlafen. Mhm. Da wusste niemand davon, weil ich wusste genau, ja, alle würden sich ansonsten, ja, hätten Angst um mich und würden sich sorgen, alleine da als Frau im Wald, das geht doch nicht. Aber in all meinen Freitagen, da war ich in der Natur unterwegs und habe ich mir einfach die Zeit genommen, im Wald zu schlafen und habe gemerkt, hey, hallo, da bin ich genau weg von all diesen Ängsten. Mhm. Obwohl man sich das so fürchterlich vorstellt, im Dunkeln des Waldes und da kommt da vielleicht noch der Mann in Schwarz daher oder irgendein Wildschwein oder so, überhaupt nichts. All meine Ängste waren da einfach verflogen und ich war einfach eingebettet, aufgenommen. Es, ja,
es war da schon, war der Wald war mein großer Heiler. Oder meine Unterstützung zu meiner Selbstheilung, so. Ja. Oh. Und es hatte dir auch niemand gesagt, du sollst jetzt mal in den Wald gehen, sondern du bist deiner Intuition gefolgt. Und ja. Und ich, das ist ja wirklich erstmal von außen betrachtet sehr mutig, als Frau alleine nachts in den Wald zu gehen, um zu schlafen. Auf die. Naja, klar, aber es war wirklich die Zeit, wo ich dachte, wenn es mich morgen nicht mehr gibt, ist auch okay. Also spielt eigentlich keine Rolle. So. Ja. Ja. Also du hast nichts mehr zu verlieren. Du hast alles verloren. Also, was soll's? So. Und dann hat man halt diese, oder hatte ich diese Angst überhaupt gar nicht mehr. Ach so. Faszinierend. Das ist wirklich faszinierend. Und hast du dann im Laufe der Zeit auch gemerkt, den Unterschied gemerkt, dass sich diese Wahrnehmung, diese Wahrnehmungsfähigkeit zum Beispiel auch von diesem Energiefeld, was du beschrieben hast, wie sich das verstärkt hat? Dass es ein Unterschied war jetzt mit Anfang 30, als du in den Wald gegangen bist, zu jetzt? Ja, ich würde es verstärkt, es verändert sich immer mal wieder. Mhm. Das ist schon so. Und bei mir war es vor allem, ich würde jetzt nicht sagen, dass es verstärkt hat, aber war so ein großer Schritt, als ich das alles annehmen konnte. Bis dahin war es immer so, dass ich das von mir geschoben habe, meine Wahrnehmungen. Als Kind hieß es oft, ach du Hypersensibelchen, oder das denkst du dir ja nur und übertreib mal's nicht. Und ja, es wurde so vieles in Frage gestellt, oder die haben dann immer gesagt, das konntest du doch gar noch nicht wissen, wieso weißt du das wieder? Oder es war einfach für mich so ein ungutes Gefühl. Und ich habe mich mehr und mehr selber in Frage gestellt, also meine Wahrnehmung in Frage gestellt. Dachte mir, okay, ja, Sandra, das bildest du dir jetzt nur ein und ja, tu jetzt mal nicht so. Und also ich habe das wie für mich ganz klar übernommen. Und das ist geblieben. Das ist geblieben, 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 geblieben. Und dann war es so Mitte 30, war ein Erlebnis, wo dann andere Menschen genau, oder ich muss es vielleicht so sagen, einige kennen bestimmt das Systemstellen oder Familienstellen. Und ich war da das erste Mal an so einem Familienstellen, ein Wochenende, obwohl ich sehr, sehr, sehr skeptisch war, bin ich da hingegangen und habe dann auch gesagt, ja, ich habe ja gar kein Problem und mir geht's gut und ja, ich bin jetzt da und lass mich quasi als Statistin damit einbeziehen, aber für mich müsst ihr da nichts machen. Und am Ende hat dann der Therapeut gesagt, ja, komm Sandra, jetzt stellen wir doch mal deine Situation auf. Ja, ich habe wirklich kein Problem. Okay, wir stellen einfach mal. Und dann kam so eine Geschichte auf, die ich schon immer in mir drin hatte. Immer. Und ja, das war schon der Wendepunkt in meinem Leben. Das war nicht schön, aber so bewegend zu merken, dass andere Menschen nichts von dir wissen. Mhm. Absolut nichts. Du hast die keinen Tag zuvor je gesehen. Und die kommen mit einer Geschichte, die du schon lange in dir trägst. Und immer alle haben an dir gezweifelt. Und da habe ich auf einmal gespürt, hey Sandra, so falsch bist du gar nicht. Ich glaube, du hast das richtig gespürt. Vielleicht sind die um dich herum manchmal etwas falsch oder möchten das nicht sehen oder wahrnehmen oder können es nicht oder aus welchen Gründen auch immer. Und das war der erste Schritt wieder zurück zu meiner Intuition oder zu meinem Selbstvertrauen, zu meinem Annehmen, all meiner Facetten, zu meinen Wahrnehmungen. Da habe ich auf einmal dann langsam, aber sicher begonnen, meine Wahrnehmungsfähigkeiten auch zu schätzen. Das hört sich so schön an, ja.
Oh, ich, du sprichst mir so aus dem Herzen. Es ist so wichtig, dieser Schritt, wirklich zu sagen, ja, das ist tatsächlich so. Ich vertraue meiner Wahrnehmung, ich vertraue mir dort. Und wenn ich das wahrnehme, dann ist da was dran. Ja. Punkt. Ja, das kann ich. Das ist der erste Schritt. Ja. Kann ich jedem nur empfehlen und aus meiner Erfahrung, da gehen nachher einfach Tür um Tür geht da auf. Also da spielt nachher auch die Resonanz. Ich habe dann, ich weiß noch so, das erste halbe Jahr nach diesem Ereignis habe ich das Gefühl gehabt, okay, da gibt's ja so viele falsche Leute in Anführungs- und Schlusszeichen auf dieser Welt. Also ich bin dann immer mehr genau solchen Menschen begegnet, die so ähnlich ticken wie ich. Die blieben mir vorher irgendwie verborgen. Ich habe die gar nicht so wahrgenommen oder wollte die gar nicht wahrnehmen, weil das ist ja falsch. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Hört auf euch und eure Intuition. Mhm. Und ich glaube, das ist nach wie vor der Schlüssel für unser ganzes Leben. Ja. Haben dich diese Worte von Sandra auch so berührt? Ich möchte jetzt hier gerne erstmal eine Pause machen, um diese schönen Sachen, um diese schönen Sätze von Sandra wirken zu lassen. Sie hat es so deutlich gemacht, wie positiv es ist, dieses Ja für sich zu finden, sich so anzunehmen. Und sie sagte zum Schluss, hör auf deine Intuition. Und das finde ich so wertvoll. Ja, so wertvoll, das jetzt erstmal ankommen zu lassen und das auszuprobieren. Diese feine, höfliche Stimme, die immer ganz unaufdringlich mit uns spricht, der zuzuhören und zu gucken, was sie dir zu sagen hat. Ich hoffe, dir hat dieser Interviewteil auch so gut gefallen und du freust dich schon auf den zweiten Teil nächste Woche, wenn Sandra wieder von ihren Erlebnissen im Wald und der Kraftquelle, die sie dort erfährt, berichtet und wir gemeinsam ihren wundervollen Erzählungen lauschen können. Ich freue mich schon. Bis dann. Ciao.